Teilriemen, Schlauchschellen, Auspuffrohre. Ein Autoteilehändler in Zorneding. Das ist die eine Welt. Jerome Boateng, Fußballstar, Mode- und Frisurbewusst, wie hier zu sehen, das ist die andere Welt. Und das ist Derek Seeley. Ja, hallo, er arbeitet hier im Lager, ist Jerome Boatengs Privatfriseur seit Jahren. Mhm, das geht. Gibt's keinen anderen. Was ich optisch kann sagen, ja. Okay, wir haben eine sehr gute Relationship und ich verstehe, was er will mit dem Haar und so. Und ich glaube, ja, vor ihm ist richtig, dass er wissen, the person that can provide a good service for him. Und mit dem Service ist Boateng so zufrieden, dass er Derek Seeley jetzt zur EM einfliegen ließ. Nur zum Haare schneiden, Fotobeweis. Auch Basti Schweinsteiger und Thomas Müller waren begeistert, haben sich mitfrisieren lassen. Zu einer Boateng-Frisur konnte er sie nicht überreden, sagt Derek. Jeder Typ ist anders. Das erste Mal, du musst immer aufpassen, weil du, you know, musst denken, okay, was ist richtig, was ist nicht, was passt vor ihm oder so. Ist immer ein bisschen Challenge, but I think I managed to pull it off and they were happy. So. Geboren auf einer Insel in der Karibik, mit 14 hat er die Leidenschaft fürs Haareschneiden entdeckt. Familie, Freunde, alle hat er frisiert. Hier in Deutschland jetzt auch die Kollegen, egal wie viele Haare. Wirklich gelernt hat er das Handwerk nie, macht nichts, selbst der Chef der Firma lässt sich von ihm die Haare schneiden. Wer ist denn leichter zu frisieren, Jerome Boateng oder dein Chef? Oh, das ist schwer. Jerome ist anders, ja. Ist immer ganz ruhig, wenn ich mit ihm. Mit meinem Chef ist immer schneller, weil er hat nicht so viel als Jerome auf dem Kopf. Aber alle sind bodenständig, sagt Derek, sein Chef, genau wie seine Fußballstar-Kunden. Und er irgendwie auch. Denn trotz des Erfolges, das Haare schneiden soll ein Hobby bleiben. Ich liebe meine Familie hier. Und diese Arbeit ist wichtig für mich momentan. Und this pays the bills, you know? So, we'll see. We'll see. Karibische Gelassenheit. Am Samstag vorm Bildschirm wird er übrigens mehr auf die Tore gegen Italien achten als auf die Frisuren der Spieler. Fehlt nur noch sein Tipp. 1-0 oder 2-0? 2-0 ist perfekt. Und Schnitt.